Drei Yachten, drei unterschiedliche Generationen. Beim Treffen eines klassischen Langkielers, eines gemäßigten Langkielers und einer modernen Yacht mit Kurzkiel soll eine Frage geklärt werden, die unter Seglern immer wieder diskutiert wird. Wie verhalten sich die verschiedenen Rumpfformen in der kurzen Ostseewelle? Die Testkandidaten: eine Windel 40 von 1971, eine Halberg Rassi 29 von 1981 und eine Janot Sun Odyssey 30i von 2008. Der Fehmarnsund bietet an diesem Tag ideale Bedingungen für unseren Test. Unangenehmer Ostseehack bei 5 Beaufort. Und auf eines haben wir uns bereits eingestellt: Nässe. Die Halberg ist von den drei Yachten, die wir hier vergleichen, Sun Odyssey 30. Da hat man es gerade mal gemerkt. Also ab und zu ist was Gutes dabei, nur wir haben nichts gemacht. Es fährt einfach weiter. Also wir haben eine Sun Odyssey 30 dabei, wir haben eine Windel 40 dabei und eben die Halberg. Und die Windel und die Halberg setzen am weichsten ein, fahren sehr smooth durch die Wellen, alles sehr moderat. Die Sun Odyssey fährt viel, viel härter, fährt gegen die Wellen. Das ist ein ständiges Gebocke, Gerucke. Die Körper machen nur so, was hier so ganz leicht angedeutet eben auf der Halberg war. Die Bestätigung also, dass der flache U-Spann der modernen Yacht mit unangenehmem Sehverhalten negativ auffällt. Und noch etwas macht den Testern zu schaffen. Das ist hier schon Arbeit. Wir sind auf der Janot 30i. Und haben etwa 20 Knoten Wind, etwa 1 Meter Welle, kurz vor Heiligenhafen. Man muss sich lange darauf einschießen, um relativ wenig Korrekturen am Ruder zu haben. Wenn es böig ist und der Wind um 3-4 Knoten zulegt, hat das Boot eine sehr große Tendenz, in den Wind zu schießen. Wir haben mehrere Sonnenschüsse gehabt. Und auch jetzt hört man, dass wir das Gros relativ offen fahren, um den Druck vom Ruder zu nehmen. Solche Probleme mit dem Ruderdruck gibt es weder auf der Windel noch auf der Rassi 29. So spektakulär der gemäßigte Langkieler auch durch die Wellen gen Himmel gehebelt wird, das Sehverhalten ist für die Segler an Bord äußerst angenehm. Jetzt gerade segeln wir gegen an und haben eine Welle von vielleicht so 1,5 Metern und ab und zu auch mal vielleicht eine bisschen größere dabei, was schon zwar den Bug ordentlich zum Tanzen bringt, aber wie man hier sehen kann, meine Hand ist hier völlig ruhig an der Pinne, die Körper sind hier, wir pendeln hier so ganz gemächlich rum. Das Schiff, das fordert einem nichts ab und fährt dabei richtig gut. Wir fahren hier mit 5-6 Knoten am Wind bei rund 20 Knoten Wind und also viel mehr Sicherheit kann das Schiff wahrscheinlich nicht vermitteln. Ein sicheres Gefühl haben auch die Segler auf der Windel. Am Wind ist sie zwar etwas langsamer als die Konkurrenz, punktet aber mit dem sanftesten Sehverhalten. Der schwere Rumpf drückt sich frontal durch die Welle, ohne dabei ausgehebelt zu werden. Ein Schlagen oder Klatschen auf die Welle entfällt daher bei der 40-jährigen Konstruktion. Die Steuerposition ist allerdings gewöhnungsbedürftig, auch wenn man sich im engen Cockpit gut verkeilen kann. Doch beim Thema komfortables Steuern ist es wieder die Sun Odyssey, die sich deutlich von den älteren Yachten absetzt. In negativer Hinsicht. Es ist offen gestanden auch das breite, große Cockpit, dass das Segeln hier weitaus mehr zur Arbeit macht als auf den kleinen Booten. Also obwohl das Boot sehr geräumig ist, viel Volumen hat und sich hier halbwegs anständig benimmt, ist es anstrengender, auf dem modernen Boot zu segeln als auf den alten. Die Steuerposition ist auf der Halberg für mein Gefühl am bequemsten von allen dreien. Man sitzt hier sehr gut abgestützt auf der Lehsitzbank und hat dennoch die Ducht im Rücken und die aber nach vorne und achtern relativ gerade verläuft, sodass man, wenn man es muss, auch gut Pendelbewegungen ausführen kann mit dem Körper und da nicht irgendwo gegenstößt oder es was stört. Also man kann sich hier recht bequem hinsetzen. Auf der Windel ist der Platz für den Steuermann etwas beengt hinten. Man findet nicht wirklich eine gute Sitzposition. Wenn man sitzt, sieht man schlecht nach vorne. Wenn man steht, ist das Rad sehr tief und ist auch sehr klein. Man muss viel kurbeln, also da, die ist deutlich schlechter. Am allerschlechtesten schneidet allerdings die Janot auch wieder natürlich bei diesen Bedingungen ab. Durch das breite Cockpit und fehlende Abstützmöglichkeiten hat der Steuermann eigentlich
so gut wie keine Möglichkeit, sich vernünftig hinzustellen. Und zumindest bei mir war es so, dass es auch das ermüdendste Steuern von allen drei Booten war. Eines muss man dem modernen Kurzkieler aber zugutehalten. Unter Deck bietet er weit mehr Platz als die älteren Yachten. Und genau dies beschreibt das Dilemma, in dem sich die Konstrukteure befinden. Ein Maximum an Wohnkomfort bedingt die Bauart mit hohem Freibord und breitem Heck. Was im Hafen angenehm ist, wird auf See und bei Welle schnell zum Problem, wie der Test zeigt. Jedenfalls auf Amwind-Kurs. Doch was kann der moderne Riss Raumschutz? Wird er hier sein Potenzial ausspielen? Oder surfen die älteren Konkurrentinnen wieder an ihm vorbei? Ja, wir sind jetzt vorm Wind auf der Halberg. Wie man hier so sieht, sind die Bedingungen, haben sich nicht groß geändert. Also doch gute See steht hier und jetzt spielt die Halberg den Vorteil ihrer Pinnensteuerung natürlich ganz stark aus, denn hier auf die Wellen zu reagieren, auf das Rausdrehen, was jetzt gerade passiert, das ist ja super easy, wie man gerade sieht, einmal kurz gezogen, zack, abfallen, wieder auf Kurs. Das war auf beiden anderen Booten, auf der Windö und auf der Janot war mehr zu tun für den Steuermann. Auf der Windö musste man sehr viel hin und her kurbeln an dem kleinen Rad und auch an dem großen Rad bei der Janot musste gekurbelt werden. Nicht ganz so viel vielleicht bei der Windö, da war die Windö für mich, für mein Gefühl, am aufwendigsten zu segeln. Allerdings auch wir mit sehr sanften Bewegungen. Selbst Vormund hat die Janot die härtesten Bedingungen gemacht, hat mal eine querlaufende Welle durch die sehr steilen Bordwände vermutlich sehr hart genommen. Also da, wenn man da steht hinterm Rad, verliert man selbst Vormund mal ganz leicht die Balance und muss einen Ausgleichsschritt machen. Hier, ich weiß nicht, haben wir noch Kaffee da? Könnten wir servieren? Das ist hier ganz moderat alles. Kaffee ist leider alle, denn ein langer und nasser Test geht langsam zu Ende. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass modern nicht zwangsläufig besser als alt sein muss. Was das Sehverhalten angeht, ist die Sun Odyssey 30i nämlich klare Verliererin. Die Windö 40 musste beim Vorwindsegeln federn lassen, da ihr zu kleines Steuerrad kein gutes Gefühl in der Welle vermittelte. Sie liegt damit hinter der Gesamtsiegerin, der Halberg Rassi 29, die auf allen Kursen angenehm zu segeln war. Nur einer hatte noch mehr Spaß am Gegenanbolzen im Kabbelwasser der Ostsee.